Leute, was geht ab und willkommen auf unserem YouTube-Channel JT Family. So, die ist hinter der Kamera. Wir sind heute wieder in der Küche. Was geht ab, Leute? Die wollten nur Nägel zeigen. Kennst du diese? Was geht ab, Leute? Ja, also wir machen heute... Also wir drehen heute... Wir befinden uns heute wieder in der Küche, sprich, heute kommt wieder ein Backvideo. Ihr habt es zwar schon im Titel gelesen, I know, aber I explained it to you. Wir machen heute Schokomuffins, aber nicht irgendwelche Schokomuffins, sondern die besten Schokomuffins auf dieser Welt. Sind ja auch immer dieses, das ist auf der Welt, ist, aber da war ganz normale Schokomuffins. Aber die kommen bei Gott, ist, nein, das sind krasses Schokomuffins. Mit Liebe, das sind immer die besten. Wir können zwar jetzt direkt anfangen und euch die Zutaten zeigen, wie wir es immer machen, nur aber gibt es ein kleines Problemchen. Darf ich das erläutern, das Problem? Ja, kannst du gerne machen. Was ist los, Samantha? Also, das Problem ist, wir haben natürlich die Zutaten alle schon bereitgestellt, damit das Ganze vorbereitet ausschaut, alles shiny sein. Badams. Wisst ihr, was das Problem jetzt ist? Die Eier, die hier lagen, hat Tonna genommen. Ja, ich kann auch zeigen, wie. So aufgemacht, reingeschmissen. Nein, ich zeige euch, wie. Halt mal. Das sind jetzt die Eier, ich hab sie genommen, so. Dabei gelächelt haben sie so reingehauen im Kühlschrank. Wir machen weiter. Ja, und das Ganze macht mich jetzt ein bisschen traurig. Erzähl mal meine Lösung. Also, ich dachte mir so, ich leg sie kurz hier quasi so auf meine Brust, weil ich gebe so viel Liebe, die werden direkt. Da tut die gemerkt, nee, die Flamme ist aus. Aber mein Herz ist so kalt, die sind noch kälter geworden. Das Letzte, was helfen konnte, war die Heizung. Wir haben sie jetzt auf die Heizung gelegt. Und danach hat schön so zwei Eier auf der Heizung jetzt. Also Leute, die ersten Zutaten, zwei Eier. Da sagt Horner so, ey, am Ende kommen so zwei Küken raus. So, oder dieses Eigelb wird schon einmal braun. Ja, ich auch so, am Ende kommen so zwei braune Küken raus, weil Solario. Aber was das ganz Besondere ist, wir lieben euch alle. Also wir lieben euren Support, eure Kommentare, eure Dislikes, alles. Jeden Einzelnen. Bewertung ist Bewertung. Nein, ich schwöre. Interaktion bleibt Interaktion. Nein, Spaß, Leute. Wir lieben euch wirklich über alles. Jeden Kommentar, wir lesen uns alles durch, alle Nachrichten. Und wir sind jeden Tag dankbar dafür, dass ihr uns feiert und supportet. Und das einzige Problem ist halt heute, wir hatten keinen Bock, uns das extra für euch aufzustylen. Was soll ich meinen? Zeig mal, Outfit-Check. Outfit-Check. Fangen wir unten an. Das sind Socken. Das sind Air Force One. Die besten, darunter natürlich nochmal schwarze Socken. Das doppelt ist eine hält geile besser. Hose. Die feiere ich auch extrem oben. Oberteil von Jerona geklaut. Genau. Aber bei TikTok sagen, du kaufst selber, gell? Ich habe hab auch gehört, dass wenn man ein bisschen so Bauch zeigt oder halt Arsch und so, dass man Klicks kriegt. Und deswegen wollte ich, habe ich jetzt auch gesagt, nee, einer muss irgendwie zum Beispiel Bauch zeigen oder so, damit die Klicks mal steigen. Und so. Ja, zeig mal deinen Bauch. Eins, zwei, drei. Leute, das ist mein Bauch. Aber die trägt unterhemd wie eine Dreijährige. Nein, das ist ganz Oberteil. Hey, so ein T-Shirt darüber, ein Pulli ist beste. Falls sie aber warm ist, dann machst du so. Zack. Da kommt die Mini-Maus raus. Alle so. Mann, ey. Okay, Leute, nur zum Vergleich: Das waren die Eier davor. Kurz auf Heizung. Das sind die Eier danach. Die sind jetzt auf Zimmertemperatur. Also, falls ihr mehr braun als weiß mögt, der was euer Type? Lightskin, brown. Wenn ihr noch dunkel haben wollt, einmal länger drauf lassen. Nein, Spaß, Leute, auf jeden Fall. Die sind jetzt wirklich warm geworden nach 5 Minuten. Krass. Boah, die sind, oha, wie kalt die waren. Falls ihr zimmerwarme Eier braucht, einfach auf Heizung legen. Genau, das geht natürlich auch nur im Winter. Die Kamera von mir, also was erwartet ihr auch? Natürlich wird's gut. Ja, natürlich. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das ist rein scheiße, aber ich sag dir ehrlich, ich habe sie ja draufgelegt, deswegen kann nichts schief gehen. Locker bei dir, die werden runtergefallen. Kommen wir zu den Zutaten, würde ich mal sagen. Zwei Eier. Zimmerwarme. Zimmerwarme Eier. Falls es euch noch nicht klar geworden ist, die müssen verdammt normal zimmerwarm sein. Was sind die Zutaten? Zutaten. Wir brauchen eine Packung Vanillezucker. Gott, Küche, ich gucke ganz halt in die Kamera. Ja. Wir brauchen zwei Teelöffel davon oder einen Esslöffel. Achtung, sieht ein bisschen heavier. Jetzt kommen wir zu Kakaopulver. 4 bis 5 Esslöffel, oder? Ja, je nach Bedarf. Je nach Bedarf 4 bis 5 Esslöffel. Butter wie viel? Oh, so. Die ist mir ausgerutscht, weil die so buttrig. Nee, weil guck mal, ich wollte gerade sagen, die ist... Wie nennt man das? Rutschig. Achso, genau. Ja, Leute, die ist mir ausgerutscht, weil die sehr rutschig ist. Jetzt haben wir es, Leute. 100 Gramm. Nein! Hör noch mal. 100 Gramm. 100 Gramm Butter. Hey, kennt ihr? Tutti hat das Tuttis Rezept, das ich so aufgeschrieben habe. Ich mache ja immer die Zutaten. Sie wirft mir die Butter zu, ich gucke sie an und sagt, Kisha, ich kann das jetzt lesen. Ja, 100 Gramm auf jeden Fall. Guck mal, sie sagt es mir erst, nachdem ich es in der Hand habe. Was ist das? Zucker, wie viel?
Esslöffel Zucker und 150 Gramm Mehl und natürlich die zwei Eier nicht vergessen. So, jetzt zeigen wir euch, wie wir das zubereiten, in den Ofen schieben, rausholen, essen, genießen. Mama, wir haben die Milch vergessen. Ey, mit Tuttis Rezepte sind immer chaotisch. Was für Milch jetzt? Wir haben keine Milch kaputt. Haben wir keine Milch? Ja, aber guck mal, hör mal. Aber wir haben noch Ding auf dem Balkon. Wie brauchst du? Warte. Okay, 100 Milliliter. Ja, das zeig mal, ob das genug sind. Ja, wir haben es halt noch im Balkon. Ich gehe geh gucken. Das sind, glaube ich, so 13 Milliliter. Okay, alles klar. Wir sind Rewe, was geht ab? Wir haben richtig viel Milch noch da. Auf jeden Fall 100 Milliliter Milch. 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 Milk, Milch. Bis wir anfangen. Komm, ne? Reden wir auch über Angst jetzt noch. Bis wir anfangen, Leute. Das ist wie Weg schon mal wieder 30 Kennst Minuten. Kennst du die skippen locker den Part? Guck einfach in der Bio. Nein, ich schwör's dir, Leute. Ihr wisst ganz genau. Wir machen keine Standard-Kochvideos wie jeder andere. Wir machen es immer so wie auf unsere Art quasi. Und auf unsere Art. Wir machen es quasi auf unsere Art. Und genau, bringen unseren Humor rein, weil das soll immer noch Unterhaltung sein. Ich bin ja kein Koch, verstehst du? Ich bin Bäcker. Und Förmchen nicht zu vergessen. Zeig mal unsere Förmchen, wie süß die sind. Och, die sind so süß. Guck dich die mal an. Wir haben richtig Prinzessinnen-Förmchen. Genau, für? Prinzessinnen. Und Heimans wie Tutti. Nein, du bist ja keine damit die sich fühlen wie eine Prinzessin. Nee, Spaß, Leute, die sind richtig süß. Die habe ich für Geburtstag geholt. Für meinen kleinen Bruder. Ja, genau, dass er sich freut. Mit ein bisschen so Sternchen drüber. Feenstaub. Förmchen braucht ihr natürlich auch, ne? Und einen Ofen, wenn wir ganz präzise sein wollen. Ja, und ihr braucht auch Strom. Ihr braucht eigentlich auch eine Küche. Und eine Wohnung oder ein Haus. Weil in der Mitte geht das nicht. Also, wir haben jetzt schon die Butter ein bisschen weich gemacht in der Mikrowelle für ein paar Sekunden, damit das nicht so steinfest ist, Johannas Herz. Haben wir da reingemacht mit dem Vanillezucker, fandest du gar nicht witzig, gell? Ich wollte sagen, welches Herz, aber ich dachte mir, nee, sonst denken Leute, ist, immer ist alles okay bei der? Nein, ich bin so. Butter ist drin, dann noch Vanillezucker, jetzt kommen noch die 10 Esslöffel normaler Zucker rein, das sind ja 150 Gramm ungefähr. Und jetzt werden wir das so lang, heute reden wir klingonisch. Sieht sehr gut dabei aus. Ehrlich? Voll. Von 1 bis 10. Nicht im Minusbereich. So Leute, die Eier kommen wieder ins... Also, Leute, die zwei Eier kommen jetzt wieder ins Spiel. Nachdem nämlich das Ganze verrührt wurde, fügen wir die Eier hinzu. Oh, film das doch nicht, wie ich die Schale mit reinmache. Was machen wir jetzt? Wir verrühren das Ganze. Man denkt auch selber. Währenddessen könnt ihr schon mal den Ofen vorheizen bei 180 Grad. Peace out. Okay, das Thumbnail sitzt. Perfekt. Ist ein Kasten. Machen wir Schluss, Leute. Machen wir Schluss. Ja, aber gut. Dann wegen Corona. Also Leute, wir haben jetzt Mehl, Backpulver und Kakao hier einmal vermengt quasi. Und jetzt, reingemacht. Und jetzt vermengen wir es, ja. Und das Wichtige ist jetzt, dass wir ein... Wie heißt das nochmal? Sieb. Genau. Das Wichtige ist jetzt... Ich wollte Filter sagen, mein Gott, gell? Es ist sehr wichtig, dass das hier, weil da Kakao drin ist, durch den Sieb geht, weil Kakao kann sehr schnell klumprig werden. Ja, da ist das. Da haben wir das Wort. Und deswegen müssen wir das schön... Ich sag's einfach, filtern, ja? Erstmal nur die Hälfte, dann die Milch rühren und dann machen wir den Rest vom Mehl rein, okay? Dann wieder die Milch, also so Stück für Stück. Also fangen wir an. Guck, wir machen jetzt hier die Hälfte rein. Bisschen mehr, so. So. Oh. So. Und die Milch, auch so die Hälfte. Oh. Und verrühren das, okay? Erstmal mal so, weil wenn ich direkt den Mixer starte, dann geht das ganze Mehl nach oben. Das gleiche tun wir jetzt mit der anderen Hälfte. So Leute, Horna ist in unserer Familie dafür bekannt, dass sie einfach den rohen Teig so probiert oder manchmal so... Ich würde es jetzt nicht probieren nennen, wenn ich es einfach die ganze Schüssel... Ja, das nenne ich nicht mehr probieren. Ja, die leckt einfach die ganze Schüssel so ab, okay? Und ja, dann fragt sie sich, warum sie eine Magen-Dame hat. Würdet ihr jetzt nicht hier gerne einfach so euren Kopf reintun? Nee, ich mach's gerade ernst. Nimm mal einen Löffel. Bei der Kamera machen wir das. Immer Chai-Löffel. Kennst du Chai-Löffel? Eigentlich immer diese... Oha, wie viel nimmst du? Und da ist nicht so viel try Teig. Try it. Okay. Lecker, ja. Wenn der Teig roh schon schmeckt, dann... Ist wichtig, bei Palatschinka, bei Pfannkuchen, wenn der Teig roh schmeckt, dann ist er gut. Ja, wenn er so schon schmeckt, brauchst du gar nicht ein Förmchen tun. Ja. Da passiert keine Zauberei. Horna macht jetzt den schwierigsten Teil und zwar muss sie jetzt den Teig in die Förmchen machen. Und ja, dafür braucht man
Abitur. Ja, dafür braucht man eine dreijährige Ausbildung. Ich erzähl mal, was ich da gemacht habe. Hallo. Also, dann nehmen wir erstmal den Teig, ne, rühren ihn ein bisschen rum. So, Leute, ich habe eine Ausbildung zum Fachmann im Bereich. Ich kann nicht sagen, ich weiß doch, Leute. Ja, ihr nehmt diesen Teig, ihr klatscht ihn da rein. Dieser Teig geht jetzt in die Förmchen. Lag dieser Teig denkt sich, ich komme in diese Förmchen. Ich will da Förmchen fuhlen. Wir müssen echt aufhören. Wir müssen echt aufhören. Das letzte Video. Wir haben es die ganze Zeit gesagt und ja, ich habe es keine Sekunde bereut. Ich muss schlafen, Lack. Ich gehe in dieses Bett. Okay, das ist gerade nichts Spektakuläres auf denen. Die sehen uns gleich, wenn die fertig sind, ja? Boom! Tada! Yay! Fertig, Leute. Wir tun sie jetzt in den vorgeheizten Ofen, 180 Grad, ne, wie gesagt. Und dann lassen wir sie für... Wie lange? Ach, du guckst mich an. Sorry, ich dachte, da wäre noch jemand. Nein, der dahinter. Ich sag's euch mal so. Macht erstmal einen Timer auf 10 Minuten, weil es wäre wirklich am besten bei... Tun sie jetzt rein. Erstmal. Du Hund. Du Hund. Also Leute, falls es jemanden interessiert, wie lange die rein müssen, ja? Ich habe die Erfahrung gemacht bei diesen Muffins. Ey, wir tun so, als wären diese Muffins Hochzeitstorte, ne? Nein, Leute, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sie bei 180 Grad am besten so 10 Minuten reinmacht. Und dann macht man diese Stäbchenprobe. Und wenn da kein Teig mehr am Stäbchen ist, dann direkt rausholen. Ja, weil umso länger sie drin bleiben, umso trockener werden sie auch dementsprechend. Und deswegen lasst ihr erstmal 10 Minuten drin und dann schaut ihr, ob sie fertig sind. Wenn nicht, dann noch weitere paar Minuten, ja, so 2, 3. Aber die müssten dann eigentlich theoretisch fertig sein. Also habt immer ein Auge auf eure Muffins. Also wir haben jetzt, es ist genau 12 Minuten vorbei. Und ich mache jetzt mal die Stichprobe. Seht ihr das? Nichts. Seht ihr das? Oh. Dazu. Aber das ist einfach durch, will ich damit sagen, ja? Es ist durch bei 12 Minuten. Ich habe ja gesagt, ich habe es quasi vorher gesagt, ja? 10 Minuten eingeben und dann noch so 1-2 Minuten schauen, je nach Ofen, ja? Die sind jetzt fertig, wir lassen die abkühlen, dann dekorieren wir sie ein bisschen, weil das Auge natürlich mit ist. Wir machen dann nur Schokoladenglasur. Und dann sagen wir euch quasi auf Fake, wie gut die schmecken. Unsere Bewertung. Leute, das sind die besten Muffins, Schokomuffins, die ich kenne. Mhm. Die sind so einfach, habt ihr ja gesehen. Geil, Leute, schaut mal bitte, wie fluffig. Und die sind null trocken oder so. Kannst du mein Gesicht zeigen, wenn ich rede? I'm sorry, aber der Waffel redet für mich. Die schmecken sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, die Muffins sind richtig, richtig lecker und sehr einfach. Also macht sie gerne nach und folgt uns auf Instagram und stellt dann in die Story, damit wir es auch abchecken können. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Hinterlasst in den Kommentaren irgendetwas. Abonniert unbedingt diesen Kanal, um Teil der JT Family zu werden. Yeah. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.